Guten Tag, mein Name ist Baumann, ich bin Lehrer in Berlin. Ich bin die kontrollierte Opposition. Jetzt muss ich lachen, ne? Ist aber was dran, weil ich bin nicht wirklich unabhängig von euch, von meinen Nachbarn, von meiner Familie, von meinem Arbeitgeber, von so vielen Dingen, so dass man sagen muss, jeder, der in irgendeiner Form konditioniert ist von seiner Gesellschaft, ist natürlich kontrolliert. Und das wünschen sich ja auch manche Leute von mir, dass ich gemäßigt auftrete. Ja, was ist gemäßigt? Ich bin gemäßigt. Ich weiß viel mehr, als ich sage. Ich sage das, was ich sage, in einer Form, in der es noch erträglich ist für diejenigen, die es auch jetzt schon nicht mögen. Und man wünscht sich vielleicht, dass ich noch diplomatischer werde. Aber ganz ehrlich, ich wünsche mir das nicht von mir, weil das ist nicht authentisch. Das bin nicht ich. Wenn ich also mich in irgendeiner Form hier äußere, die sich so anhört, als ob der Wolf Kreide gefressen hätte, dann ist das kontrollierte Opposition. Ja, so. Also, kontrollierte Opposition ist genau genommen einfach nur ein Kampfbegriff, der verwendet wird als Etikett für Menschen, mit denen man nicht reden möchte. Ne? So nach dem Motto, oder mit denen man nicht reden soll. Ne? Das ist ja so einfach zu sagen, die und die vertreten ja gar keine Position. Die sind unbedeutend, die sind kontrollierte Opposition. Ich beschäftige mich nicht mit dem Thema, ich lasse mich auch nicht sachlich dazu aus, sondern mache einfach nur wieder mal die Leute fertig. Von dieser Art von Begriffen gibt es viele, 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 viele. Und das Einzige, wie sie damit umgehen können, ist ignorieren. Ja. Sagen sie sich einfach, hä? Kontrollierte Opposition? Was soll denn das sein? Da tut sich wieder einer wichtig. Da schwätzt wieder einer diffamierendes Zeugs über irgendwelche Menschen, mit denen ich nicht reden soll. Und das Beste, was sie dann tun können, ist, sich wieder mal mit der Sache zu beschäftigen, die richtigen Fragen zu stellen und sich auch die Antworten von der kontrollierten Opposition anzuhören. Weil die haben meistens was zu sagen. Das sind Menschen wie Sie und ich. Die gehören mit zur Meinungsbildung, die gehören mit zum Meinungsspektrum. Und ja, was ändert's, wenn ich sage, dass das für mich unbedeutend ist, dieses Wort, dieses Etikett, diese Diffamierung? Ich kann mich wieder mit der Sache beschäftigen. Das sollten wir sowieso grundsätzlich tun. Also diese ganzen Ablenkungsmanöver, die wir jetzt im letzten Jahr bei allen Diskussionen erfahren haben, wo es wirklich um sachliche Inhalte ging und dann so Etiketten kamen wie rechts, 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 Nazi, 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 mal so ein Quatsch. Ja? Das diente grundsätzlich nur dem Ausschalten einer offenen Diskussion. Es diente ausschließlich dem Unterbinden eines offenen Diskussionsaustausches. Des Austausches von Argumenten, wie ich es mein Leben lang gewohnt bin. Ja? Mein Papa war CDU, mein Opa war SPD, da hat es immer nur Krach gegeben. Ne? Dann war mein Papa im Gemeinderat und im Ort gab es eben etliche andere Leute, die andere Meinungen hatten. Und das gab jede Woche Auseinandersetzungen im Gemeinderat und am sonntäglichen Stammtisch. Und es gab viel, viel Politik. Und ich dachte, ich trete dann mal in die FDP ein, weil das ist dann so die Kompromissposition. Habe ich mich im Ort auch nicht mehr beliebt gemacht, ne? Aber ich bin dann wieder ausgetreten, als ich hier nach Berlin kam.
Hatte keinen Sinn, weil da saßen dann hier in Berlin die Julis, ne, die sich dann als alternative Jugendorganisation breit gemacht haben. So eine Karrieristengruppe, die wahrscheinlich heute noch innerhalb der Partei maßgeblich mit dazu beiträgt, dass sie eben weniger freiheitlich auftritt, als sie eigentlich sein sollte, als freie Demokraten. Ne? So frei sind die nicht. Tja, wo bin ich angefangen? Bei der kontrollierten Opposition. Genau, also wenn sie Karriere irgendwo machen, wenn sie abhängig sind von irgendjemandem, sind sie sowieso von vornherein kontrolliert. Wir sind alle kontrolliert. Ja? Wir passen alle auf, was wir sagen. Wir wollen niemanden beleidigen, wir wollen niemanden diffamieren, aber wir wollen über die Sache reden und ohne uns gegenseitig an die Gurgel zu gehen. Es darf auch mal laut werden. Sie dürfen auch mal mit der Faust auf den Tisch hauen. Selbstverständlich. Das gehört dazu. Ja. Noch was? Vielleicht wissen Sie ja besser, was kontrollierte Opposition sein soll. Dann schreiben Sie es hier unten in den Kommentar. Tschüss, schönen Tag noch. Ja, ich möchte auch den Zuschauern nur eins mit auf den Weg geben. Es ist ungeheuer wichtig, sich zu informieren. Und es ist ungeheuer wichtig, sich immer den Blick hinter die Kulissen zu gönnen. Also nicht alles für bare Münze zu nehmen, gerade in der Situation, in der wir jetzt leben. Weil wir werden überflutet mit Informationen, die in Wirklichkeit nicht informieren, sondern den Interessen von irgendwelchen Leuten im Hintergrund dienen. Und das wirklich müssen wir jeden Tag aufs Neue hinterfragen, um uns ein vernünftiges Bild von der Wirklichkeit zu machen. Nur so können wir einigermaßen unabhängig sein und nur so können wir wirklich ein demokratisches Gemeinwesen schaffen, was nicht darauf basiert ist, dass bestimmte Menschen über Informationen fügen, die sie anderen Menschen vorenthalten. Also eine wirkliche demokratische, offene Gesellschaft ist nur möglich auf der Grundlage informierter Bürger. Und das möchte ich Ihnen allen gerne mit auf den Weg geben.